Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Need for Speed Hot Pursuit. Ja, ich habe mal wieder eine kleine Aufnahmesession gestartet und wir sind heute wieder bei den Cops an der Reihe. Wir sind ja in der letzten Folge in die ultimative Hyper-Serie aufgestiegen. Wie heißt die? Spezialeinsatz, so hieß die genau. Und ja, da gucken wir doch einfach mal, was wir jetzt da machen dürfen. Also auf jeden Fall schon mal ein Intercept-Event. Wir dürfen fahren. Okay, also den CCX oder den Agera. Wir sind ja das letzte Mal den CCX gefahren, deswegen fahren wir jetzt mal den Agera. Ist ja sozusagen der Nachfolger vom CCX. Soweit ich weiß, basieren die auch aufeinander, also ist es an sich nur eine Art Facelift, aber okay. Ja, es gibt so ein bisschen was Neues, also groß was Neues ist es nicht. Ihr werdet es wahrscheinlich auch gar nicht groß mitbekommen. Es ist eher eine Sache für mich direkt, und zwar werde ich, also wir haben jetzt das lange Wochenende. Und ich jetzt zurzeit mache ich noch was, allerdings werde ich ab Sonntag eine Pause einlegen. Nicht von YouTube, sondern an sich von Computer und allem Möglichen. Ich möchte wirklich mal eine Woche lang all das Zeug beiseite legen und mich einfach mal wirklich auf Schule, auf sonst alles Mögliche konzentrieren, nur halt nicht auf Medien oder sowas, weil mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass ich ziemlich schlecht schlafe, und ich habe das Gefühl, dass es auch unter anderem daran liegt, dass ich wirklich relativ oft in letzter Zeit am Computer bin. Was auch auffällt, weil ich relativ wenig mich... Ja, super. Mit meinen... Da konnte ich jetzt eigentlich gar nichts machen. Mich mit meinen alten Hobbys beschäftige, also zum Beispiel Zeichnen, habe ich relativ lange nichts mehr gemacht, oder... ich könnte auch mal wieder was mit meinem RC-Auto machen. Ist ja an sich auch ein Hobby von mir. Alter, der Typ, der haut ganz schön rein. Wir konnten dem bisher noch kein einziges Mal irgendwas machen. Aber okay. Ja, deswegen werde ich da erstmal eine Pause einlegen. Wehe, der ist da abgebogen. Dann bringe ich ihn um. Er ist da abgebogen. Na, das können wir eigentlich direkt neu starten. Weil so schnell werden wir nicht mal an ihn reinkommen. Ja, das fängt doch schon mal gut an. Deswegen nehme ich auch jetzt auf wegen nächste Woche, weil ich habe vor, dann morgen, also am Freitag und am Samstag, die Videos, die ich halt jetzt aufnehme, hochzuladen und dann schon mal so einzustellen, dass die in der Woche dann hochkommen. Also ihr werdet davon eigentlich gar nichts merken. Das Einzige, was ihr wahrscheinlich merken werdet, ist, dass ich einfach nicht auf Kommentare oder sowas antworten werde. Aber da kommen ja eh nicht allzu viele. Deswegen sollte das auch okay sein. Ja. Danach werde ich dann halt auch wieder auf alles antworten und so. Ich werde dann auch, falls halt doch mal was während der Zeit kommt, vielleicht werde ich sogar sehen, weil ich habe nicht vor, mich komplett von der Außenwelt abzuschotten. Ich werde immer noch mein Handy benutzen. Unter anderem eben auch, weil wir durch die Schule teilweise Hausaufgaben per Internet und so bekommen. Ich möchte halt einfach nur mal Finger vom Computer lassen, weil es halt doch ziemlich ablenkend ist und naja. Mal sehen. Ich denke mir, ihr versteht so ungefähr jetzt, was ich damit erreichen möchte. Also das Ganze wird dann wieder bis zum Sonntag in der Woche danach gehen. Super. Komm, hauen wir mal ein Heli rein. Ja. Noch eine Sperre. Warum müsste die... Ja. Ich merke schon wieder, ich bin extrem unkonzentriert. Also es kann gut sein, dass wir das nochmal neu starten müssen. Ansonsten gibt's von meiner Seite aus jetzt nicht allzu viel.
Ja. Nö, fällt mir jetzt nicht direkt was ein. Aber gut. Eine Sache wäre vielleicht noch, und zwar... Ah! Sag mal, der Typ platziert die Nagelbänder aber auch so, dass man unbedingt reinfahren muss. Und wir sind fast tot. Super. Ja, das war doof. Da ist mir eben gerade mein Audacity abgeschmiert und ich habe es nicht gemerkt. Es scheint allerdings nicht allzu viel Audiospur verloren zu sein. Also wahrscheinlich nur ein, zwei Minuten oder so. Deswegen werde ich das jetzt einfach irgendwie zusammengeschnitten haben. Ja. Auch lustig, es ist genau dann abgeschmiert, wo ich gerade ein neues Thema anfangen wollte. Deswegen ist gut. Sind wir nicht mitten im Thema irgendwie abgeschmiert. Wir wurden übrigens befördert. Wie ihr vielleicht auch eben ohne Commentary schon gesehen habt, aber gut. Trooper 3, okay. Ja, das hat mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Aber okay. Oh, ein V12 Vantage, okay. Dürfen zwar, wir zwar nicht mehr fahren, aber trotzdem cool. Oh, der gefällt mir von der Lackierung her. Sieht cool aus. Wie mache ich das jetzt mit dem Thema? Ich muss jetzt gerade überlegen, was ich jetzt schon gesagt habe und was nicht. Kontaktsport Schnellansatz. Ja, machen wir das erstmal genau. 94.000 bekommen wir ein neues Auto, den F1. Auf den freue ich mich schon. Ja, würde ich sagen, bis wir den haben, fahren wir die beiden abwechselnd. Das hat mich gerade wirklich extrem aus dem Konzept gebracht. Mir ist noch nie passiert, dass Audacity abgeschmiert ist. Ich habe es auch zuerst gar nicht gesehen und irgendwann habe ich dann auf die Audiospur geschaut, um zu gucken, ob irgendwas falsch ist. Auf dem zweiten Bildschirm und ja, da war halt irgendwie nichts. Habe ich mein Hintergrundbild gesehen. Das war auch nicht ganz so toll. Aber okay. Ja, ja, halt das Halsmaul. Alles gut, kennen wir schon. Womit ich genau gerade angefangen habe, war nämlich, dass ich meine, ich weiß immer noch nicht, wie es heißt, habe ich eben schon gesagt, aber ja, die vorgestellten Kanäle, wenn man bei einem auf Kanal geht, rechts, kann jeder ja benennen, wie er will, bei mir heißt, wie heißt es eigentlich, ich weiß gar nicht, das schaue ich oder sowas müsste das sein, ja, sehr schön. Ich hab mal einen Kratzer reingemacht. Das wurde jetzt mal aktualisiert mit zwei neuen Kanälen, die ich vor kurzem entdeckt habe. Und zwar zum einen Lowcast Germany. Das ist ein YouTube-Kanal auch rund um Rennspiel-Let's Plays. Allerdings macht er auch Carporn-Videos. Meistens in Spielen. Er hat letztens auch von seinem eigenen Auto ein Carporn Real Life gemacht. Fand, muss ich wirklich sagen, finde ich ganz cool, was er da gemacht hat.
Also könnt ihr auf jeden Fall mal bei ihm vorbeischauen. Macht guten Content. Kann man echt nicht meckern. Und ich bin immer noch komplett aus dem Konzept. Also das ist wirklich krass. Ich war eben so richtig schön im Redefluss. Das, ah Gott, es läuft überhaupt gerade nicht so flüssig. Wahrscheinlich wegen dem Regen. Doof. Also normalerweise läuft es bei mir wirklich konstant auf 60 Frames, aber zurzeit habe ich immer nur knapp unter 60. Ich meine, normalerweise ist es immer noch extrem flüssig, aber man merkt irgendwie, dass es langsamer läuft. Das nervt ein bisschen. Das hatte ich heute schon mal, weil ich habe heute mal wieder Waste River Grid aufgenommen. Nicht aufgenommen, sondern angespielt. Und da lief es auch schon nicht allzu flüssig. Also zuerst lief es wirklich flüssig, aber dann später gar nicht mehr. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich habe eigentlich im Hintergrund außer Audacity nichts mehr offen. Aber gut. Meine Grafikkarte ist nicht die stärkste. Vielleicht liegt es einfach daran. Mein Gott. Reiß dich mal zusammen, Marcel. Na, jetzt läuft wieder okay. Komisch. Ich kann mir fast vorstellen, dass es ähnlich ist wie bei wie das, was ich mal früher hatte, auch bei Waste Driver Grid sogar. Dass ich für einen bestimmten Bereich Frame Drops habe. Also, was bestimmten Bereich für einen bestimmten Zeitraum. Also so, wie heißt es? Nicht ein Frame Drop, ein Frame Drop ist was anderes, aber dass sich die Framerate plötzlich, die hat sich damals dann meistens auf 30 Frames gelockt. Ich weiß nicht, warum das so war. Und es kann sein, weil ich ja jetzt die SSD habe, dass es immer noch irgendwie langsamer wird. Aber halt nicht so viel langsamer, weil ich jetzt die SSD habe. Keine Ahnung, kann gut sein. Einzige, was mir da jetzt einfallen würde, wäre, dass ich wieder mein normales Antivirensystem draufgepackt habe. Ich benutze, oh Gott, wie heißt das Ding nochmal? Hier, ich hab doch hier die Box sogar davon. Kaspersky, genau. Und das habe ich jetzt seit neuestem wieder drauf. Vielleicht sollte ich mal den Virenschutz dafür deaktivieren, wenn ich aufnehme, und schauen, ob es dann besser ist. Mal schauen. So. Gut, den einen Kanal haben wir schon mal vorgestellt. Auch wenn nicht ganz so planvoll. Das ist noch nicht mein Wort, aber egal. Planvoll, das ist das beste Wort aller Zeiten. Vergessen wir es. und ich habe noch einen Kanal hinzugefügt. Und zwar den guten Boost Sidewinder. Ist auch ein YouTube-Kanal, auch größtenteils Rennspiele. Was er bringt und ja, finde ich auch, er macht sehr gute Commentaries in seinem Let's Play, muss ich wirklich sagen, er hebt sich wirklich von anderen gut ab. Hat auch bei mir jetzt abonniert, was ich sehr geil finde, danke an dich. Und ja, man könnt ja auch mal bei ihm vorbeischauen, ein Like da lassen, vielleicht ein Abo, keine Ahnung. Werde die beiden Kanäle wahrscheinlich auch unten mal verlinkt haben. Falls ich das vergessen habe, könnt ihr auch einfach auf meinen Kanal gehen und rechts da sind ja diese vorgestellten Kanäle. Jo. Könnt ihr mal vorbeischauen. So, ich... Fängt richtig gut an. Ich muss wirklich sagen, ich bin zurzeit richtig unkonzentriert. Es lief in der letzten Folge so gut und heute irgendwie gar nicht. Liegt vielleicht mal wieder dran, dass ich relativ spät aufnehme. Sag mal, was hält denn der Bugatti aus? Ist das Panzer oder was?
Und wie fährt der? Komm, fahr rein, Arschloch. Helikopter bringt irgendwie gar nichts in dem Spiel, kann das sein? Autsch. Also der kriegt wirklich kaum Schaden. Und ist verdammt nochmal schnell. Du Arschloch. So nicht. Königsegg, könntest du mal bitte ein bisschen Gas geben? Wäre cool. Ich bin gerade wirklich am überlegen, ob ich überhaupt noch eine Folge aufnehme oder ob ich das auf morgen verschiebe. Weil ich merke gerade, dass meine Konzentration wirklich nicht allzu gut da ist. Vielleicht ist es besser, wenn er nicht umdrehen würde. Ah! Was ist er denn? Was? Ich hab den gerammt, warum? Ach, ich frag einfach gar nicht. Diesmal nicht. Wohnstraße, da würde ich auch gern wohnen. Der mag es mir auf den Keks zu gehen, kann das sein? Der fährt alle Abkürzungen, die es gibt. Eine Sekunde früher und die wäre wirklich effektiv gewesen. Mehr viel. So, einen noch. Komm. Gibt's noch nicht. Was macht der denn? Ah, nein. Gibt's doch nicht. Ja, super, deswegen packen wir es wahrscheinlich nicht. Der hat nur noch einen Balken. Ah, super. Ne, das können wir vergessen. So. Neu starten. Nochmal. Ja, die Events ziehen ganz schön an. Jetzt hier in der letzten Serie. Ich merke die ganze Zeit, ich muss bei mir bei der Aufnahmezeit noch die 7 Minuten von eben dazu rechnen. Bestimmt 10 Minuten könnten es gewesen sein. Deswegen wird die Folge jetzt auch nicht mal allzu lang gehen. Was wahrscheinlich auch gut ist mit meiner zurzeitigen Konzentration. Noch nicht mal reden kann ich richtig. Wie soll ich denn dann fahren können? Ich muss mir das echt abgewöhnen, so spät abends Videos aufzunehmen. Das mache ich aber zu gerne. Ich weiß auch nicht warum. Das ist irgendwie so kurz noch ein Video aufnehmen und dann ins Bett oder so. Oh, was auch eigentlich richtig bescheuert ist, weil man dann die Videos nur noch rendern muss und dann weiß man gar nicht mehr, wo man was editieren muss und so. Na super, jetzt ist er natürlich auch nicht mehr in dem Bereich. Ah, ganz knapp doch noch, okay. Komm, hau noch Heli raus. Boah, Alter. Du gehst einem wirklich auf den Keks. Was habe ich gesehen? Wie kann es sein, dass der noch keinen Schaden hat? Das ist zwar ein Bugatti und das Ding wie 2 Tonnen, aber das ist auch nicht unzerstörbar.
Das ist ein Supersportwagen. Der wird auch nur Leichtbauteile drin haben und so. Das ist, die 2 Tonnen sind ja größtenteils dieser extrem große Motor. Was macht der da? Ja, immerhin. Oh, verpiss dich. Komm. So, jetzt hat er nicht mehr viel. Ah, sehr schön. Über ein Heli. Oh, wow. Framerate, beruhig dich. Okay. Das war creepy. Gut, bevor mein PC noch abschmiert und bevor ich noch hier komplett einschlafe, würde ich auch direkt schon sagen, was ist für die Folge. Wir schauen noch, was es hier jetzt gab. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Auch wenn es diesmal, naja, etwas verplanter war. Wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr mal bei den erwähnten Kanälen vorbeischauen. Freut die bestimmt auch. Oh, okay. Alles klar. Ansonsten, wenn ihr Verbesserungen so, oh mein Gott, GT3RS. Die lassen mich aber auch nicht abmoderieren, gell? Eine geile Sache nach der nächsten. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge, Tipps, Tricks und sonstiges habt, immer einen Kommentar damit. Freut mich auch immer rüber. So, das war's jetzt aber wirklich von mir. Bis dahin, euer Tigger15, aka der Fossi-Bär.